Der politische Sturm bricht los, als Jörg Schneider von der AfD das Mikrofon ergreift. Mit einer Schärfe, die durch Mark und Bein geht, zerpflückt er den vorgeschlagenen Gesetzesentwurf zur Cannabis-Legalisierung. Stück für Stück. Für ihn ist das nichts als ein Tor, das weit aufgestoßen wird für einen blühenden Schwarzmarkt und kontrollierte Cannabis-Clubs, die unter dem Deckmantel der Legalität eine industrielle Produktion von Cannabis ermöglichen könnten. Doch das ist nicht alles. In einer überraschenden Wendung bringt er das Tragen von Masken ins Spiel. Ein Angriff nach dem anderen rasselt auf den Gesetzesentwurf nieder, eine wahre Achterbahn der Kritik. Steig ein in die hitzige Debatte, deswegen teile deine Meinung in den Kommentaren und entdecke in der Zwischenzeit die Polemik aus der Sicht der AfD. Herr Minister Lauterbach, Ihre Analyse der Situation teile ich ja durchaus, aber die Maßnahmen, die Sie hier vorschlagen, werden nicht zielführend sein. Sie wollen den Schwarzmarkt bekämpfen. Das wollen Sie dadurch erreichen, dass die Menschen selber Cannabis anbauen. Jetzt ist Cannabis vor allen Dingen eine Droge, die innerstädtisch konsumiert wird. Dann müsste auch die Stadtbevölkerung Cannabis anbauen. Wie soll das jetzt funktionieren? Der Mieter einer Etagenwohnung, dem bisher schon die Küchenkräuter und die Zimmerpflanze eingehen, dem wächst jetzt dank Ihres Gesetzes der grüne Daumen und er züchtet auf seinem 7-Quadratmeter-Balkon erfolgreich Cannabis, das haut doch nicht hin. Und diese Cannabis-Clubs, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das werden Riesenclubs mit Tausenden von Mitgliedern. Naja, dann ist es doch aber nichts anderes als eine Staffage für industrielle Produktion von Cannabis. Und dann hätten sie sich da auch ehrlich machen sollen. Und wenn es nicht so kommt, was bleibt denn dann? Dann wird sich der Berlin-Prenzlberger Hafermilchschickeria all feierabendlich auf ihre E-Bikes setzen, in die nahegelegenen Schrebergärten fahren, dort in knuffigen Kifferkommunen dann Cannabis anbauen und das dann bitteschön auch noch grammgenau dokumentieren, wie viel da geerntet wurde. Das können Sie doch vergessen, sowas funktioniert doch nicht. Die Menschen werden auf diese Art und Weise keinen Beitrag leisten zur Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Cannabis. Die wird sich weiterhin auf dem Schwarzmarkt versorgen und damit wird der Schwarzmarkt auch erhalten bleiben. Und damit haben wir ein zweites Problem, der Jugendschutz. Wenn der Schwarzmarkt erhalten bleibt, dann werden auch weiter Jugendliche Cannabis dort erwerben können. Und es ist die Wissenschaft ziemlich klar. Das menschliche Gehirn wächst bis zum 25. Lebensjahr. Ja, Zwischenrufe. Ja, auch unsere Gehirne, alle Gehirne wachsen bis zum 25. Lebensjahr. Aber Ihre Zwischenrufe zeigen, manche Gehirne, deren Entwicklung ist wohl schon mit dem 6. Lebensjahr beendet gewesen. Das Gehirn wächst bis zum 25. Lebensjahr. Wenn vorher Cannabis konsumiert wird, dann kann das schwere gesundheitliche, dauerhafte Schäden haben. Und Herr Minister, Sie wissen das. Sie haben selber diese Studien zitiert. Und das wird beiseite gewischt, unter anderem von Leuten, die im Frühling dieses Jahres noch eine FFP2-Maske getragen haben, wenn sie auf ihrem Lastenrad durch Berlin geschaukelt sind. Das müssen Sie sich mal klar machen. Eine Todesangst trotz vielfacher Impfung vor einer Erkältungskrankheit und angesichts einer dauerhaften Schädigung des Gehirns. Och Gott, das wird jetzt schon nicht so schlimm sein. Jeder kann eine Maske tragen. Und es ist auch gut, wenn hier eine in Corona-Fragen überängstliche Minderheit ihre Sprachrohre hat. Aber Herr Minister, Sie können es doch nicht zulassen, dass Menschen mit einem so vollkommen irrationalen Verhältnis zu gesundheitlichen Risiken bestimmen, was in einem solchen Gesetz steht. Das führt doch letztendlich dazu, wir haben ja eine vollkommen irrationale Politik. Während Corona war Gesundheit alles und die Freiheit fiel unter den Tisch. Und bei Cannabis ist jetzt die Freiheit alles und die Gesundheit zählt nicht mehr so doll. Aber wissen Sie, das ist ja die rot-grüne Linie, die wir bei Ihrem Regierungshandeln erkennen können. Sie wollen CO2 reduzieren, aber die CO2-freien Kernkraftwerke, die schalten Sie ab. Sie wollen den Fachkräftemangel bekämpfen, aber Sie sorgen dafür, dass 100.000-fach Analphabeten in dieses Land einwandern. Sie wollen Israel schützen und Sie finanzieren die Hamas. Meine Damen und Herren, Sie wollen heute dieser Aneinanderreihung von Widersprüchen einen weiteren hinzufügen. Wir machen da nicht mit. Die AfD wird gegen Ihren Antrag, gegen Ihren Gesetzentwurf stimmen. Ich danke Ihnen.